Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Skyrim. Mein Name ist Martin und letztes Mal waren wir hier stehen geblieben. Okay. Ja, können wir so lassen. Weil ich das mal ein ganz kleines bisschen höher. So. Auf alle Fälle waren wir das letzte Mal hier stehen geblieben und. Ja, wir haben den Drachen getötet und was ein Drachen und so hast du einen Schrei gelernt. Die Graubärte. Ja. Ich habe mir Folgendes überlegt. Ich werde jetzt pro Folge immer so kleine Ziele setzen, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, was ich jetzt schaffen will oder möchte. Und ja, auch mal vorankommen. Aber na gut, genug des Vorgeredes. Hören wir uns mal an, was sie noch so zu sagen haben. Also nix. Egal. Ja, mach's gut. Wir sehen schon unten jemanden stehen. Der Jarl hat mich zu eurem Huskarl ernannt. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Ja, wir sind ja als Huskarl ernannt worden und das ist halt unsere erste Begleiterin. Auch wenn ich sagen muss, dass ich von den Begleitern irgendwie nicht so überzeugt bin. Also ich lasse die immer stehen. Egal. Ich bin ein Tane. Was soll das heißen? Der Jarl hat euch als Person ausgezeichnet, die im Fürstentum große Bedeutung innehat. Als Helden. Der Titel des Tane ist eine Ehre. Ein Geschenk in Anerkennung eurer Dienste. Wachen werden bei euch ein Auge zudrücken, wenn ihr ihnen sagt, wer ihr seid. Was macht ein Huskarl? Ihr seid mein Tane, also bin ich euch zu Dienst verpflichtet. Ich werde euch und alles, was euch gehört, mit meinem Leben schützen. Alles klar, gut, dann bleib also erstmal hier. Ich mach mal zurück nach Whiterun. Also Weißlauf. Ja. Alles klar. Aber unsere Brüder, die Dreamer, Föhn, die Lidra, machten sich lustig über unsere Duale, bevorzugten ihre Götter. Wie sich gerade die Musik einfach geändert hat. Boom. Und es ist Nacht. Bei Ismir, ihr habt es geschafft. Ihr habt einen Drachen getötet. Ja. 360. Diese. Ja. Komm, jetzt geh, Gutsch. Ja. Warte mal kurz. Ganz schnell. 12 Stunden. Ich hatte mir letztens. Nee, anders. Es wird demnächst ein neues Projekt kommen. Also ein kleineres damit. Also Skyrim bleibt im Moment noch das Hauptprojekt. Und zwar. MTA. Das ist der Multiplayer von GTA San Andreas. Es liegt Frost in der Luft. Die Kälte wird meiner Ernte nicht gut tun. Tut sie nie. Alles klar. Habt ihr euch schon als Söldner? Nein, jetzt Gusch. Vielleicht genau das Richtige für euch. Ah. Ja, ich weiß, was ihr wollt. Was brauche ich denn? Ach, Quicksilver. War Maiden. Irgendwie so ein, wie so eine Band, wie so ein Titel so. Wie Iron Maiden, okay, gut. Wir haben kleine und große Waffen, Streitkolben, Dolche, alles auf Lager. Sehr gut. Was habt ihr zu verkaufen? Hm. Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Ah, okay. Sonstiges, ich brauche ein Quecksilber. Habt ihr nicht. Habt ihr hier irgendwas Gutes? Was war denn da? Ah, ich hab nicht genug Geld. So. Die Waffe hätte ich gerne, aber nur um sie zu entzaubern und wieder zu verzaubern. Ich weiß nicht, was ich verkaufen kann. Irgendwas Cooles. Dietriche, Eisenerz, Iron Ingot.
Moment. Waffen und Rüstung. Ja, ja, gut. Waffen. Ah. Schon was mitgenommen? Natürlich nicht. Gut, danke. Es ist schön, mit euch Geschäfte zu machen. Ja, mit dir auch. Gut. Ich sollte nochmal leveln. Ihr da. Wir suchen jemanden in Weißlauf und bezahlen gutes Geld für Informationen. Alles klar. Wen sucht ihr? Wir sind hier in Weißlauf nicht willkommen. Gut, danke. Ihr findet uns in Rorikstadt, wenn ihr etwas erfahren solltet. Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied in Weißlauf. Ja, das tue ich. Es ist ein Schwert. Könntet ihr das Schwert? Ja, genau, zu das mache ich auch gleich nochmal. Jo. Danke. Bitte. Vergesst nicht auch. Ja. So, die Quest habe ich gesucht. Also nicht die jetzt. Die jetzt. Genauso dumm wie unsere Fehde mit der Graumähnenfamilie. Wird wirklich, nee. Beflagte Meere. Arcadius Codron, die oben ist. Die Bannered Meere, die beflagte Meere. Oder Mare. Arriba. Kommt herein. Sagt Bescheid, wenn ihr etwas braucht. Oder setzt euch ans Feuer. Dies ist eine Ode an Himmelsrand. Nein, das ist doch auf alle zu labern. Da, dich brauche ich. Hallo. Wusstet ihr, dass ein paar Alikre-Krieger nach einer Rotverdrunnen zogen? Seid ihr sicher? Ja. Oh nein. Sie haben mich gefunden? Ich brauche eure Hilfe. Bitte kommt mit mir. Ich muss euch unter vier Augen sprechen. Schnell, kommt mit mir. Instrumental AD und alles, was stört. Wir holen uns wieder, was uns gehört. Der Königsmörder, zittern und beben, den Frevel seit Ulfric mit seinem Leben. Wir streiten und kämpfen ein Leben lang. Ja, ist mir geil. Also arbeitet ihr mit ihnen zusammen? Glaubt ihr, könnt mich mitnehmen? Wenn ihr mich auch nur berührt, wird euch das ein paar Finger kosten. Das meine ich ernst. Ja? Hey, fragt mir, was hier vor sich geht. Dann wissen die Alikir also, wo ich bin? Sagt es mir. Beruhigt euch. Ich werde euch nichts tun. Dann brauche ich eure Hilfe. Und es gibt hier in der Stadt niemanden, dem ich vertrauen kann. Vielleicht. Was wollt ihr? Ich bin nicht die, für die Leute von Weißlauf mich halten. Mein wahrer Name ist Iman. Ich bin eine Adlige aus dem Haus Suda in Hammerfell. Die Männer, die nach mir suchen, die Alikir, sind Assassinen im Dienst des Altmiri-Bundes. Sie möchten mein Blut gegen Gold eintauschen. Ihr müsst sie für mich aufspüren und vertreiben, bevor sie mich finden und nach Hammerfell zurückschleppen, um mich hinrichten zu lassen. Ja, wie soll ich sie denn loswerden? Sie sind Söldner. Sie sind nur auf das Geld aus. Angeführt werden sie von einem Mann namens Kematu. Wenn ihr ihn loswerdet, werden alle anderen auseinanderlaufen. Ich wage es nicht, mein Gesicht zu zeigen und womöglich erkannt zu werden. Also müsst ihr herausfinden, wo sie sind. Die Vorschläge, ja. Habt ihr irgendwelche Vorschläge, wie ich sie finden kann? Ich habe gehört, Ich weiß, ich bitte euch um etwas Schwieriges, vielleicht sogar gefährliches. Ja, gut. Aber ich weiß einfach nicht, wem ich sonst trauen könnte. Ich muss sagen, die Mission kenne ich bereits. Ich kann auch immer noch den Anfang, also ich wüsste doch, was ich mache. Aber ist Skyrim wirklich ein Fehler? Unterlevelt. Und wirklich unterlevelt in irgendeine Quest reinzustürzen. Besonders bei den DLCs, dann wird es dann sehr schwer. Und auch bei Hauptquests oder anderen Quests. Muss dann halt dann aufpassen, dass du halt nicht zu schwach bist. Deshalb immer schön Nebenquests, Gegner töten, leveln. Looten und leveln. Eigentlich nicht looten, weil looten kannst du eh nicht viel. Außer wieder 200 Deutsche für 200. 200. Na, Dietriche für eine. Für einen Silberteller. Ja. Das waren Zeiten. Knackst du so ein Meisterschloss. Verbrauchst um die 200 Dietriche. Was kriegst du? Einen Silberteller und 3 Gold. Proventus Aveniki. Komm her. Der Jarl ist, wie ihr euch sicher denken könnt, sehr beschäftigt. Kann ich euch vielleicht helfen? Ich habe ein Schwert für euch, von eurer Tochter.
Von Adrian? Ja. Ah, das muss die Waffe für den Jarl sein. Das arme Mädchen gibt sich solche Mühe, sich zu beweisen. Ich werde Balgruuf die Waffe überreichen, wenn er bei besserer Laune ist. Alles klar. Habt Dank. Bitte nehmt diese Münzen als Belohnung für eure Dienste. Vielen Dank. So. Genießt euren Besuch in Drachenfeste. Boah. Alter. Hey, Kleiner, darf ich schon kurz ran? Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindlichkeiten zu diskutieren? Entzaubern. Die anderen großen Krieger? Genau. Ja. Sehr schön. Gegenstand, mein Iron Katana, verzaubern mit Frostschaden. Seelenstein. Ich habe keine Seelensteine. Oh Mann. Warum fehlt mir immer die Hälfte? Okay, gut. Dann, was machen die anderen? Was machen wir schnell noch? Das ist gerade eine ziemlich hektische Folge. Fällt mir so auf. Denn es kam auch jetzt letzten paar Tage nicht wirklich was. Und es ist schon schade gewesen, weil ich will schon irgendwie den Rhythmus einhalten, ne? Und nicht immer solche riesen Lücken, weil es ist ja dann auch blöd im Verlauf. Wenn du es am Stück guckst, dann immer sowas zwischendrin ist, da vergisst man wieder, was letztes Mal war und was passiert ist. Und ja, erstes Mal hier ins Gefängnis. Nee, ich muss viel Geld ausgeben. Es hat irgendwie nichts an Wert. Dieser Anfang, du hast immer Geldprobleme. Hallo. Lass mich wieder rein, danke. Dich brauche ich. Hey. Was guckt ihr denn so? Ich muss Kimato finden. Wo versteckt es sich? Ihr wünscht also euren Tod? Wenn ihr diesen Namen kennt, müsst ihr wissen, dass eine Begegnung mit ihm euer Ende bedeuten wird. Ist schon klar. Wie es scheint, brauchen wir beide etwas Bestimmtes, mein Was Freund. Was braucht ihr? Ich habe meine Brüder durch meine Gefangennahme entehrt. Also haben sie mich hier gelassen. Mein Leben bei den Alikir ist nun vorbei. Aber ich habe nicht vor, in diesem gottverlassenen Land zu sterben. Wenn ich aus dem Gefängnis kommen kann, fange ich ein neues Leben an. Warum rubbelst du gerade so? Wenn ihr das in die Wege leitet, verrate ich euch, was ihr wissen wollt. Hallo? Weil ich so ungeschickt war, mich festnehmen zu lassen. Hey! Ihr kauft mir einen Weg hier raus und ich 100 Goldstücke. Wenn ihr die Information wirklich wollt, solltet ihr hoffen, dass dem so ist. Hallo? Ich hoffe, dass sich das jetzt normalisiert hat. Ich mache mir so. Geht in Ordnung. Und dann sagt ihm auch gleich, dass er sich von der Stadt fernhalten soll. Ja, mach ich. 100 Gold entfernt. Ich weiß jetzt echt nicht, was das war. Ich habe 200. Ah! Arriba. Ihr kauft mir einen Weg hier raus? Ihr findet Kema. Euch ist doch klar. Aber das ist euer Problem. Nicht meins. Ich renne jetzt aus diesem doofen Gefängnis raus. Was? Mein Gott, da draußen gegen Drachen kämpfen. Was ist das Problem gerade? Also, bitte. Was kann ich für meinen Nordverwandten tun? Hallo? Spiel? Hallo? Gut, das müsste es eigentlich. Fisch! Ich hab am Leben. Blub. Man muss ja mal baden gehen. Gut. An dir vorbei huschen. Setz. Und ihr missachtet mich. Ja, ich werde dich schon nicht in den Körper packen. Ne? Wir machen es in eurem allgemein, wenn die auf einen zu mehr losgehen, viel zu stark. Huch, hier war schon noch nie. Hö. Cool. Kann ich das auch hoch? Nein. Ach, das komme ich nicht. Schade, gut.
Boah. Voll die Parkourläufer sind wir hier. Nein. Naja, fast. Moin. Oh, ich will mich nicht outlocken. Auch voller Met wäre mir wahrscheinlich viel wärmer und fröhlicher zu tun. Ja, ich laufe jetzt erstmal nach. Ich mache jetzt ganz schnell noch die Quest. Dazu rase ich mit Turbodempo bis zu dem Schwindlernest. Und wirklich mit Turbodempo da so, mit Nitro. So, brrr, voll durch. Automatisches Speichern. Ich liebe automatisches Speichern. Das hilft ja manchmal so ungemein. Au. Ja. So. Quest wird markiert, J. Nein. Banditenführer. Finde am Rand. Ja. Das ist es genau. Da kannst du irgendwo los. Los, los, go. Flieht allein, wenn ihr nicht aufbleibt, los. Auf, lauf, schneller. Das ist der Wachturm. Schreit's einfach wieder querfeld ein. Und hüpfe. Lol. Okay. Ist denn die Treppe hier auseinanderhauen? Was ist denn los? Hallo Spiel! Hey! Beruhig dich doch mal! Körper schnell farmen! Schnell noch Körper farmen, das dauert. Das ist. Los! Sehr gut. Am Ende. Die Burg will ich noch nicht gehen. Das ist eigentlich reiner Selbstmord, da reinzugehen. Na gut, eigentlich nicht, aber. Huch. Huch. Was bist du? Okay. Markieren. Map. 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 Kann ich nicht. Oh, ich will nicht an der Burg vorbei. Also ich will nicht zu nah rein, sonst habe ich 50 Millionen Banditen gefühlt auf dem Hals. Wie weit muss ich noch laufen? Was? Wie weit? Ich mache jetzt hier einen Cut, bis ich dort bin und dann sehen wir uns gleich wieder. Eigentlich wollte ich erst wieder ein Dings machen, wenn ich da bin, aber den Ort kenne ich nicht. Ich weiß nicht, was bist du für ein Pferd? Ors. Du bist so ein Bandit. Titel. Bist du, kann ich. Okay. Yeah. Wem gehört das Pferd? Was? Die Stelle kenne ich übrigens auch nicht. Na gut. Ich werde das Pferd auch weg, sobald ich. Bin noch nie auf dem Pferd geritten in dem Spiel. Aber es ist eh jetzt da, also jetzt. Da ist noch ein Ogre. Ogre? Oder. Oh ne, Ogre. Gut. Sitz. Das muss ich mal nachschauen, was das. Schwindlernestdeck. Hi. Oh, zieh die Waffe. Hey. Hey. Na? Nein. Alles gut?
Gut. Ziel, Schwindlernest. Entschuldigung. Komm, die Quest noch schnell machen. Es wird bestimmt wieder Stunden dauern, es zu bearbeiten, aber gut. Ich hoffe mal, dass es bis um 7 alles fertig ist. So, zwei Bombenschüsse. So. Alter, keine Chance. Am Anfang sind die noch alle so schön leicht zu töten. Irgendwann. Irgendwann dann. Oh. Wird es am besten gar nicht mehr gehen. Gefunden. Das ist laut auf meinen Kopfhörern. Was hast du denn? Aua! Alter! Wooden Battlestaff! Lol, ich wusste gar nicht, dass sie noch neue Waffen haben. Zickzack, komm jetzt und bam! Oh, oh, oh! Level 4! Oh, okay, neue Stufe. Gesundheit. Sehr gut. Einhändig. Das ist nochmal als nächstes. Was haben wir hier oben? Ja. Zwei Handwaffen. Ich. Ja, ich. Alter, zu viele. Schlitz. Ja, ja. Noch jemand. Dich. Ach Mensch, ich geh erst noch looten, dann kann ich bezahlen. Mann, Dings. Hi. Wow, was soppt's? Ich hab den. Ich hab doch die Magierin gesehen. War ich auch ein Hund, der mich angegriffen hat, oder war es ein anderer? Bin ich hier gelandet? Ja, Fell. Wo bin ich denn hier? Hat sich die Dungeon fallen? Oh, das Buch. Dieb. Gut, hab ich schon gelesen. Bringt mir nicht. Weiter geht's. Jetzt bin ich hier. Jetzt muss. Bärenfalle. Ja. Okay. F5. Jetzt ist Temato dran. Ihr habt eure Stärke bewiesen. Lasst uns weiteres Blut vergießen, vermeiden. Du hast zwei. Alter, wie viel nehmen wir jetzt noch? Leute, wo kommt ihr her? Wo kommt ihr? Hab ich die nicht vorhin alle, Ja! Der ist doch tot. Hast du jetzt mal die Gusche? Oh. Kommen da auf immer so viele her? Hey, komm, Säbel, du hast nichts. Nein, Gold mitnehmen. Nicht, nein, doch nicht, ne. Truhe looten, ne? Truhe looten. Gold, sehr schön. Zaubertrank. Es ruckelt wieder. Entschuldigung, ich habe echt keine Ahnung, woher das ruckeln kommt.
So. Ganz schnell jetzt noch die Quest abgeben. Boah. Das ist ein Grund, warum ich keine Horrorspiele spiele. Ich bin manchmal übelst schreckhaft. Und ich hasse Jumpscares. Oh, Alter. Ganz schnell hier raus. Kurz auf Kopf kotzen. Ganz schnell raussprinten. Schnell reisen. Abgeben. Go, go, go. Schwerter schwingen schneller als Äxte. Äxte schneller als Streitkolben. Das ist ein Glasschwert. Glaube ich zumindest. Ist kein Dietrisches, ist kein Zwergenisches, es ist ein Glasschwert. M. Schnell speichern. Weißlauf. Schneller Weißlauf reißen. Malakat ist der dietrische Prinz der Flüche und Verstoßenen. Viele Orks verehren ihn als Gottkönig. Ja. Abenteurer aus aller Herren Länder suchen nach dem sagenumwobenen tierischen Artefakten, den sie wollen, mächtig Vorteil im Kampf und der Zauberei gewähren. Ja, obwohl die tierischen Waffen eigentlich nicht so besonders sind. Ach, bitte, sag mir, sehr, sehr geil Nacht. Sprint, Sprint, hüpf. Ich schaff das schneller. Go, go, Power Rangers. Ich muss eine hungrige Tochter. Ja. Ich muss auch eine hungrige Tochter füttern. Eigentlich nicht. Aber gut. Was braucht ihr? Ich wünschte, man könnte manchmal Leute, also Dings hier. Da. Gibt es Neuigkeiten von den Alikir? Die Alikir werden euch keine Probleme bereiten. Endlich. Ja, ja. Nehmt diese Belohnung. Für den Moment erhalte ich meine Tarnung hier aufrecht. 500, sehr gut. Beflaggten Meere immer willkommen. Aber na gut, ich beende hier den Part. Nächstes Mal schauen wir weiter, Nebenquest, Story, keine Ahnung, mal gucken. Kommentieren, bewerten nicht vergessen, wäre echt voll nett. Bis dahin, euer Martin, macht's gut.